Kumpel. Hey, da kommt ja eine Geisha. Hä? Quatsch. Das ist eine Ritschka. Was ist denn das? Das ist ein fernöstliches Verkehrsmittel. Ja. Was ist da eine Geisha? Also eine Geisha ist es nicht. Eine Geisha, das ist so was Ähnliches. Ja. Aber auch fernöstlich. Wir sollen wohl Anwälte wollen. Ja, bist du vorbeigefahren. Ich hab dir immer gesagt, das Schild ist zu klein, das sieht keine Sau. Ja, ruhig. Aber worum geht's denn eigentlich? Ja, um die Zulassung für die Rikscha als Rikscha im Straßenverkehr. Ist das dein Job hier, Rikscha-Fahrer? Nee, eigentlich bin ich Schauspieler. Weichschauspieler, Zauberer, Gaukler, Artist. Und was ist denn das da für eine Kugel? Die brauche ich für das Training als Gewicht und zum Gaukeln. Warum gehst du nicht bei der Verkehrsbullen, wenn du zugelassen werden willst, hä? Die wollen nicht. Also, da bist du ja genau richtig. Gaukel mal mit Kugel. Ja, müsst ihr mir mal helfen. Mike. Das Ding ist schwer. Ja. Früher waren die Zeiten einfach. Die Welt war eine Scheibe. Jedermann wusste das. Die Leute machten sich keine Sorgen, sich auf der Welt zu halten. Hier. Dann kamen kluge Männer und bewiesen, die Welt ist eine Kugel. Und von da an wurde es immer schwieriger, sich auf dieser Welt zu halten. Helft mir mal, hier ist abschüssig. Ja, manche lernen es schneller, manche lernen es langsamer. Und manche lernen es nie. Und die fallen dann hinten runter. Hast du meine Mark? Hey, das ist kein Gaukeln, das ist Betteln, ja. Habt ihr meine Mark? Meine Damen und Herren, Geld regiert die Welt. Das wissen wir alle. Ich zeige Ihnen jetzt eine Methode, wie sich der Mensch direkt vom Geld ernähren kann. Durch Reibung. Legen Sie Ihren linken Arm an den Hinterkopf und reiben Sie diese Münze auf der dafür besonders gut geeigneten Haut des Unterarms. Oh! Gib's mal auf. Ah. Ja. Bis sie durch Reibung verdampft und so direkt in die Blutbahn kommt und von da direkt in den Magen. Da, 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 da. Und wo ist denn nur die Mark? In meiner Blutbahn. Verrätst du mir den Trick, besorge ich dir auch einen Termin bei meiner Mutter. Gleich? Aber erst den Trick. Erst den Termin. Na schön. Na komm. Ja, wo ist denn nur das Geld? Der hat das Geld in der Tasche gesteckt. Das glaube ich nicht. Der hat sich das auf den Kopf gelegt. Auf den Kopf? Ja. Hast du mal eine Mark? Nee. Nun sind Sie ja weg. Jau, guten Tag, hier Anwaltskanzlei Isenthal Liebling. Ich habe mal eine Frage. Und zwar geht es darum, ob einer in Berlin eine Rikscha gewerblich nutzen darf. Mhm. Nee, kein Inder, ein Deutscher. Eine Rikscha ist doch nichts zum Essen, die transportiert Personen. Ja, natürlich schlagen sie im Brockhaus nach. Und die haben Sie direkt importiert? Wo? Ich habe sie im Vorbeifahren gesehen. Mhm. In Bayern. Der hat sie direkt importiert. Dann erst ist ihm aufgefallen, dass er damit keinen Berg hochkommt. Schon gar nicht mit Passagier. Mein Gott, habe ich schon mal in meinem Leben eine Rikscha gesehen? Na, sehen Sie mal aus dem Fenster. Aber eigentlich sind Sie Artist? Eigentlich bin ich Schauspieler. Aber sie ist für uns die Kunst. Das Leben ist... Also, alle kein Problem. Sie dürfen mit Ihrer Rikscha am Straßenverkehr teilnehmen, weil im Gesetz ja nichts Gegenteil jetzt steht. Sie haben nur die Fahrradwege zu vermeiden und Sie dürfen nicht tun, dass das Teil schneller aussieht, als es ist. Whatever that means. Zufrieden? Danke. Macht das was? Oh, das buchen wir unter Werbung ab. Genau. Sie machen ein Schild an Ihr Fahrzeug. Suchst du recht in deinem Fall? Geh zu Liebling und Isenthal. Jut, wa? Hey, komm, mach das Ding mit Platz, Kugelblitz. Na, alle Paletti? Alle Paletti. Darfst du hier treten? Ja. Machst du jetzt Schlitz oben und setzt da einen Strohhut auf? Genau, das werde ich nicht tun.
Aber ich soll nur verhindern, dass sie schneller aussieht, als sie ist. So, wie schnell wissen wir das Ding? Keine Ahnung, 10 oder 20. Ruf da doch ein Tacho. Da kommt doch kein Tacho ran. Wir können das ja woanders feststellen. Ich setz mal rein, du strampelst. Und ich stoppe. Und dann machst du ein Schild dran mit der Höchstgeschwindigkeit. Gut, war. Sekunden. Gut, wa? Also, pass mal auf. Das sind in einer Stunde, warte mal. Eine Stunde hat 60 Minuten, das würdest du mir ja nicht bestreiten, wa? Ein Kilometer hat 1000 Meter, das steht hoch. Da sind das, wie viel sind denn das? Das ist ja ganz einfach. 60 Minuten sind 20 Kilometer, dann sind 30 Minuten 10 Kilometer, 15 Minuten 5 Kilometer, 7,5 Minuten sind 2, nee. Du, hör mal, was grinst du denn da? Die Zeit ist jetzt vorbei, wo die Intellellen über der Arbeiterklasse grinsen dürfen, ja? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Zeit ist gekommen. Du verwechselst da was. Hat denn keiner einen Taschenrechner? Nee, warte mal, jetzt mal anders. Also, eine Minute hat 60 Sekunden. Ein Kilometer hat 10.000 Meter. 100 Meter sind wir gefahren. Warten. Du sei still, du weißt das auch nicht. 100 durch 18 sind 5,6 Meter pro Sekunde mal 3,6 und 20 Kilometer in der Stunde. Sag das nochmal. Komm, hör auf. Ist doch viel zu spät für dir. Hättest du früher mit anfahren müssen in der Sechste, aber du hast ja bloß Vierer. Du sei doch still, du. Du bist doch Analphabet, oder? Oder wie schreibt man Wasserstoffflamme? Wasserstoffflamme, was? Wasserstoffflamme? Gibt da ja keine Wasserstoffflamme. Wasserstoff explodiert. Ah, ich hab vielleicht mehr Vakuum im Kopf als du, du Arschloch. Bitte, Jungfrau. Jungfrau. Was? Jungfrau. Jungfrau ist Jungfrau. Auch ein Kaffee, Chef? Danke, ein Wackelpudding. Grün, bitte. Sag, ich sollte mich melden, oder ist die Referendarstelle schon besetzt? Wenn ich die Stimmung hier richtig deute, dann weißt du doch ganz genau, dass das nicht der Fall ist. Allerdings, angesichts des immer wünschenswerter werdenden Gleichgewichts zwischen den Geschlechtern, wäre mir ein Mann in der Firma schon lieber gewesen. Ein Referendar sozusagen. Aber gut, in Ordnung, gesagt ist gesagt. Danke, Herr Liebling. Wieso siezen du mich? Gar nicht nötig. Robert, du bist doch Löwe. Als Löwe solltest du heute vor allem eins, Ruhe bewahren. Es werden Frauen auf dich zukommen, nicht spontan darauf antworten, in der Liebe sorgfältig wählen, auf Bewährtes zurückgreifen, nichts vergessen, aber vieles verzeihen. Du liest ja immer noch die Blödzeitung, naja. Wieso haben Sie mir eigentlich nicht erzählt, dass Sie wissen, wo Axel sich aufhält? Ich fand, dass dies Axels Sache ist. Er war ja offenbar kurz davor. Als mildernden Umstand bitte ich zu berücksichtigen, dass ich ihn da, wo er sich aufhält, zunächst in ganz guten Händen fand. Danke. Axel trägt sich mit dem Gedanken, vielleicht doch nicht zu den Franziskanern zu gehen, sondern sich eventuell zu stellen. Er sucht nach einem juristischen Berater, der ihm sagt, wie er sich verhalten soll. Ja, wäre doch nicht verkehrt. Liebe Kollegin Ria, ich habe da gleich mal was für dich. Zieh los und blätter ein bisschen. Such mir alle Gerichtsentscheidungen aus, die sich mit Totalverweigerung befassen, nach 89. Oder? Will er vielleicht doch Zivi werden? Er bleibt bei Totalverweigerung. Zivildienst ist seiner Meinung nach nur verdeckter Kriegsdienst. Ja? Also, was ist denn nur jetzt? Soll man nur den Flur jetzt saugen, oder? Was soll man hier sagen? Also, wenn ich was dazu sagen darf, ich würde sagen, lieber nicht saugen. Und warum nicht, wenn ich mal fragen darf? Weil das gemein laut ist. Kann ich ja Staubwischen. Ja, das ist leiser. Ja. Das ist nicht von Hand zu weisen. Wo waren wir? Ob Axel jetzt Ihr Mandant ist oder nicht. Ah ja, wohin ist er einberufen? Nach Siebeneichen. Wo liegt Siebeneichen? In Mecklenburg, vor Pommern. Also ich will Sie nicht verbessern, Chefin, aber sagen Sie nie Mecklenburg, wenn Sie Mecklenburg sind. Es heißt Mecklenburg. Ach. Mecklenburg? Was spricht gegen Mecklenburg? Soll doch eine schöne Gegend sein, habe ich mir sagen lassen. Oh, gegen Mecklenburg spricht ja auch nichts. Wenn ich einen fahrbaren Untersatz hätte, würde ich Sie morgen einladen und durchfahren.
Damit sie davon überzeugen können. Aber sieben Eichen? Ein paar Wochen sieben Eichen ziehen unfehlbar eine unheilbare Sache immer nach sich. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war da bei der Artillerie. Ah. Und wie äußert sich die? Sehen Sie mir an. Die totale psychische und physische Abstumpfung, erträglich nur durch die regelmäßige Einnahme von Alkohol in leider immer größere Mengen. Ich möchte wetten, Sie könnten sogar das Wort psychisch korrekt aussprechen. Sie klemmen bloß. Ja, ich könnte vielleicht jedes Wort korrekt aussprechen, ja? Aber andererseits, was soll ich in Kanada mit korrekter Aussprache machen? Da triffst du ja tagelang gehen. Außer Elche, Lua und Bären. Ich war Schreiber immerhin, ne? Bei der Artillerie. Ich war die schärfste Waffe der NATO in der Volksarmee. Aber das wird ja heutzutage nicht anerkannt. Psst. Komm mal, Papa hat was auf dem Herzen, die braucht uns. Nun komm. Ja, ich muss mal. Kanada, wieso Kanada? Da wollen die beiden hin. Weil Kanada ein noch freieres Land ist als dieses hier. Kann man sich kaum vorstellen. Und weil Sie der Meinung sind, dass Ihr Cadillac heimgeführt werden muss. Für den sei hier gar kein Platz. Und er braucht Auslauf. Es sei denn, Sie werden seine Deutschlehrerin, Ria. Ich darf doch Ria sagen. Wie Sie sicher bemerkt haben, haben Sie gerade oder wann auch immer eine Eroberung gemacht. Warum nicht? Wenn ich nicht schon anderweitig engagiert wäre? Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Robert sollte einfach nach Sieben Eichen rausfahren und die ganze Angelegenheit mit Axels Kommandanten besprechen. Der hat doch letztendlich das Sagen. Den notwendigen Fahrbahnuntersatz könnte ich beisteuern. Wir werden mit der Bahn. Ehe ich nicht mit dem geschätzten Wehrflüchtigen ein klärendes Wort gesprochen habe, gedenke ich weder die Bahn noch ein Auto noch ein Fahrrad zu benutzen. Und erst danach klären wir die geografische Lage von Sieben Eichen. Ich wollte mir den Trick mit der Münze zeigen lassen, aber er war nicht da. In der Tür hing bloß ein Zettel. Komme gleich wieder. Ja, vielleicht ist er wieder auf Tournee. Und seine Rikscha ist auch ganz kaputt. Mist, wie soll denn ohne Rikscha auf Tournee sein? Kann er die Kugel gar nicht transportieren, hier? Ach, je. Ist aber doch zu schnell gefahren, wa? Du, das sieht aber wie ein Verkehrsunfall, sieht das aber nicht aus, du. In der Draht ist da einer rein. Ist da einer hingefahren hier. Und zwar von rechts. Kick mal, das Verdeck. Das ist das zerrissen. So sieht da kein Verdeck aus, wenn er umgekippt ist mit dem Ding. Nee. Guck dir das an, du. Eine Blutspur. Hier auch. Ob Unfall oder sonst was, jedenfalls ist er verletzt. Blut am Lenker, kann nur vom Fahrer sein. Da, da ist ja ein Finger von ihm. Er liegt in der Charité. In der Chirurgie. Und was ist mit dem Finger? Mm-mm. Zu spät, sowas muss sofort passieren. Quatsch. Steckst in den Mund und rennst los zum Arzt. Da bleibt er warm und dann ist noch was zu machen. Sonst ist aus. So, das hat man schon mal, wa? Mhm. Im Knast, kannst du da einen Sinn? Richtig, das war in Brandenburg oder in Strelitz. Ja. Du glaubst ja nicht, wie schnell so ein kleiner Finger weg ist. Wa? Besonders der kleine. Bei dem Typen in Neustrelitz, da ist das beim Fensterputzen passiert, wa? Der steht oben auf der Leiter, putzt das Oberlicht. Die Leiter macht der Mücke, der klammert sie fest, oben, wa? Besonders mit dem kleinen Finger, kann sie nicht mehr halten. Brach, der liegt unten, der kleine Finger oben. Und blutet wie ein Schwein. Komm, Barbara, hol mal was für den Finger. Und was habt ihr gemacht? Wir haben ihn den Finger im Mund gesteckt, wa? Und dann haben wir gesehen, dass wir den im Krankenhaus kriegen. Na, guck mal. Aber im Knast, kannst du alle vergessen, dauert alle viel zu lange. Hm? Du kannst doch ohne kleine Finger leben. Du kannst noch ohne Fälle mehr leben. Du kannst fast ohne alles leben. Hauptsache, du lebst. Barbara! Ach komm, geh raus, los, aber nur rechts. Da! Also ihre Tochter, ganz schön cool, das muss ich ja sagen. Ja, also Fernseh und Video hat auch sein Jutet. Der härtet ab. War das ein Unfall? Ich wollte die Rikscha reparieren. Ich habe die Kette nicht runtergekriegt und plötzlich war der Finger zwischen Rad und Kette und zack. Ja, passiert mir öfter sowas. Ich bin schon mal ertrunken, vom Balkon gefallen, beide Arme ausgekugelt, Pilz vergiftet. Aber ich habe sieben Leben.
Und das da? Das war eine andere Sache. Unfall. Schlimm? Es ging. Eigentlich war es kein Unfall, mehr eine Klopperei. Doch nicht mit einem Konkurrenten. Ivo, bis jetzt habe ich das Monopol. Ich frage nur, weil Barbara mir erzählt hat, dass die Rikscha defekt ist. Ja, da hat sich einer dran ausgetobt. Kann er Rikschas nicht leiden? So Leute können gar nichts leiden, außer sich selbst. Und wenn da ein bisschen zu viel Blutdruck hinzukommt und eine Provokation, dann kloppen sie eben. Haben Sie ihn denn provoziert? Leider ja. Ich wollte auf den Hof fahren, kam aber nicht rein. Er hatte der seine Karre direkt in die Einfahrt geparkt. Ein Stück weg, vor der Kneipe, da stand er. Er heißt übrigens Norbert. Ein Lottl kenne ich, das Auto heißt Corvette, steht immer da. Was weißt denn du über Lottls und so? Mensch, Mama, das ist mein Schulweg. Ja, nicht unbedingt. Ja? Außerdem, Lottls stehen doch wohl nicht tagsüber auf der Straße. Lottls schon, Nutten selten. Richtig. Ich frage ihn also, ob das sein Auto ist und ob er das freundlicherweise mal ein Stück wegrücken kann, damit ich durch kann mit meiner Rikscha. Aber der hat mich gar nicht gesehen. Ich war einfach Luft für den. Ich habe ihn noch mal gefragt. Wieder nichts. Ja, und dann habe ich den Fehler gemacht. Ich habe ihn wortwörtlich gefragt. Ey, du, in deinen nazibraunen Hosen, ist das vielleicht deine dreckige Scheißkarre, die dort in der Einfahrt steht? Kannst du sie mal wegnehmen? Darauf er, verpiss dich, du rote Socke. Ja, die Frauen haben gekichert, aber weggenommen hat er sie nicht. Glücklicherweise fuhr der Wartburg vor seiner Karre fort und ich konnte durch. Das war's dann. Was war? Als ich mitten im Durchgang war, war er plötzlich hinter mir. Hat mir ohne ein Wort einer verpasst. Ich bin gegen die Wand geflogen und er hat sich über die Rikscha hergemacht. Ich bin zwar dazwischen, aber keine Chance. Und dann kam irgendwann eine Frau aus dem Hintereingang und hat ihn in die Kneipe gezogen. Und du? Ich habe überlegt. Sie sind nicht zur Polizei? Na doch. Ich habe ihn angezeigt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die haben mich zum Arzt geschickt. Und dann kam mir ein Schreiben vom Staatsanwalt. Die Ermittlungen wären eingestellt. Aus mangelndem Interesse der Öffentlichkeit gemäß § 3 StPO steht Ihnen frei, den Weg der Privatklage einzuschlagen. Hochachtungsvoll. Gab es Zeugen? Ja, sicher. Die Goldfrauen aus der Kneipe und die Schusterin auf dem Hinterhof. Aber die haben nichts gesehen. Nur was Undeutliches gehört. Feldjäger? Ah, hallo. Mein Mandant, der überzeugte Totalverweigerer, Ökopazifist und Anarchosyndikalist Axel Isenthal. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe nicht mitgezählt. Aber trotzdem vielen Dank, dass Sie mich vertreten wollen. Es sprachen einfach mehr Gründe dafür als dagegen, zum Beispiel deine Mutter. Schönen Gruß übrigens. Dito, deine Schwester, Dito Senta, die gesamte Damenwelt. Und Sie? Ich grüße nicht, ich bin Anwalt und zwar einer der Besten. Gesponsert. Den Seinen gibt's daher einen Schlaf. Womit Sie wahrscheinlich Beischlaf meinen. Okay, wenn Sie wollen, versichere ich Ihnen, dass meine Beziehung zu Lena nichts mit Sex zu tun hat. Naja, ich bin Asylant, ne? Und sie ist einfach eine wahnsinnig tolle Frau. Wenn ich Lena richtig verstanden habe, hast du dich von den Franziskanern wieder getrennt. Innerlich. Ist vielleicht schade. Ist ein angenehmer Orden. Kein Zölibat, soviel ich weiß. Trotzdem, die Kirche war in der DDR eine gute Adresse für Verweigerer. Die hat schon dafür gesorgt, dass keiner mehr wegen Verweigerung verurteilt wurde. Außerdem will ich nicht kneifen. Das ist heldenhaft von dir. Muss ich dir sagen, was dann auf dich zukommt, oder bist du informiert?
Knast, Knast, nochmals Knast. Bis ich 28 bin, oder? Nee, nee. Ein Jahr insgesamt. Genauso lange, wie der brave Mann dient. Und so ist es auch gemeint. Aber erstmal auf Bewährung, oder? Willst du den neuesten Stand hören? Du kriegst nur ein halbes Jahr, aber dafür 2 Jahre Bewährung. Bis die rum sind, haben wir vielleicht eine Berufsarmee. Glauben Sie an Hühner? Ich glaube an die Freiheit und an die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Und daran, dass die moderne Demokratie von allen miesen Möglichkeiten die beste und das Fahrrad das Fortbewegungsmittel der Zukunft ist. Ich glaube an die Strafprozessordnung und an Wackelpudding. Hm, wollen Sie welchen? Lena, sowas in meinem Kühlschrank, falls Sie kommen oder so. Aber was ist nun? Nee, jetzt nicht. In 7 Eichen warten 21 Tage Arrest auf dich. Und dann bieten sie dir Zivildienst an. Wissen Sie, warum ich unter anderem nicht zur Fahne will? Das heißt jetzt nicht mehr Fahne, das heißt jetzt Bund. Weil ich mir vorstelle, ich tanze dann nach der Pfeife von irgendeinem Major, der gerade noch in der Nationalen Volksarmee gedient hat. Zur Erfüllung unseres Kampfauftrages an der vordersten Front zur imperialistischen Bundesrepublik. In treuer Ergebenheit zur Partei und Regierung unseres Arbeiter- und Bauernstaates sind wir allzeit bereit. Es lebe der Generalsekretär und Vorsitzender des Staatsrates der DDR. Hurra, hurra, hurra! Sagen Sie mal, was brüllt dieser Major eigentlich jetzt? Das ist eine gute Frage. Die würde sich vor Gericht gut ausnehmen. Vor allem würde sie den Vorsitzenden schrecklich verärgern. Aber das eine sage ich dir. 7 Eichen, das ist Mecklenburg. Mecklenburg ist Schwerin. Und Schwerin, da sehe ich schwarz. Tief schwarz. Was muss ich eigentlich machen, um mich zu stellen? Ganz einfach. Du gehst aufs nächste Revier und sagst deinen Namen an. Den Rest erledigen die dann schon. Du kannst natürlich auch gleich nach 7 Eichen fahren und bitten, brummen zu dürfen. Das würde den Major ein bisschen gnädiger stimmen. Hurra, hurra, hurra! Ja? Na? Was hättet ihr eigentlich gemacht, wenn ich die Feldjäger gewesen wäre? Axel wäre auf dem Balkon gewesen. Von da aufs Dach. Haben wir alles probiert. Setz dich doch eine Sekunde oder brennt was an. Was machst du mit dem Ding? Dreimal darfst du raten. Spielen. Was dachtest du? Schreiben? Mein Leben mit Robert Liebling, dem Anwalt der Entrechteten? Was machen eigentlich deine Füße? Wieder tiefgefroren vom Gerichtssaal? Ja, soll man machen. Man steht viel rum. Kannst du ja mit unter meinen Halskissen stecken. 4 Füße unter einem Halskissen? Tönt mir nicht an. Da denke ich, ich bin im Altersheim. Was heißt mit deinen Füßen? Für mich in letzter Zeit überhaupt nicht so. Und deine Libido? Auch tiefgefroren? Libido? Ist das dieser Strand bei Venedig? Das hört sich ja trostlos an. Was spielst du mit dem Ding? Mit Libido habe ich nichts, aber mit Autos, mit Sport. Nichts für mich. Ich kann mir nur ein Programm vorstellen, wo ein Gerichtssaal drin vorkommt. Die Sache hat sich doch noch während ihrer Arbeitszeit abgespielt. Ich meine, direkt vor ihrem Fenster. Das ist doch alles einsehbar. Mag ja sein. Aber kann ja nicht den ganzen Tag hier auf meinem Hocker sitzen, wa? Ich muss ja auch mal meine Kunden bedienen. Viele sind es eh nicht. Ist ja nicht mehr so wie früher, wa? Jetzt musst du flitzen, wenn es klingelt. Der Kunde ist König und Könige warten nicht gern. Was machen Sie denn, wenn es klingelt? Ich flitze. Na, sehen Sie. Ach, überlegen Sie doch noch mal genau. Ich verstehe Sie. Aber verstehen Sie mir doch auch mal. Norbert Nopske, wie wir ihn alle nannten, als er noch klein war und hier auf dem Hof rumhopste, mit dem ist nicht zu spaßen. Früher nicht und heute auch nicht. Irgendwann in den 80er Jahren, da ist er weg. Direkt aus dem Knast verkauft in Westen. Mann, waren wir alle froh. Endlich war Ruhe im Karton. Ja, und denn auf einmal, gleich nach dem Mauerfall, war er wieder hier. Und jetzt gehört dem das hier alles. Der ganze Bau, die Höfe, inklusive mein Laden. Ihr erbt heißt es. Sie haben gesehen, was passiert ist? Ich hab alles gesehen. Aber vor Gericht würden Sie nichts sagen. Versteh doch mal. Der macht mir platt. Der macht alle platt, die was sagen.
ist er weg? Hat dann mein Schumann wenigstens geholfen? Normalerweise pennt Robert Liebling beim ersten Ton klassischer Musik ein. Und? Wir haben gespielt. Mhm. Und da, wo jetzt der Wagen steht, stand doch der Wagen von Norbert, oder ist er das sogar? Keine Ahnung. Ich war krank an dem Tag. Ich interessiere mich nicht für Autos. Mehr für den Mann. Und dann ist der Mann mit der Rikscha gekommen. Ich habe schon so manchen kommen sehen. Aber einen mit einer Rikscha? Es soll einen Wortwechsel gegeben haben. Zwischen Norbert und dem Mann mit der Rikscha. Ich glaube, die haben sich über Autos unterhalten. Und ich interessiere mich nun mal nicht für Autos. Sind die Worte dreckige Karre gefallen? Ich glaube, ja. Ich habe mich noch gewundert, dass der Nopse, also der Norbert, das so einfach hingenommen hat. Normalerweise lässt er auf sein Auto nichts kommen. Aber er ist immer ein sehr zurückhaltender Mann. Und ist er so zurückhaltend geblieben? Sie können unser einen ruhig beim vollen Namen nennen. Den kennen Sie doch, schätze ich. Ich kenne doch alle hier. Können das werden, Volksbefragung? Es geht um Fausthiebe, um Fußtritte und um die Beschädigung einer Rikscha und um die Sicht der Zeugen zu diesem Vorgang. Das ganze sogenannte Verfahren ist doch eingestellt, gute Frau. Das waren Behauptungen von dem Clown. Der Typ wollte Kohle machen mit seinem hinterindischen Gerät. Was er übrigens woanders zerledert hat. Nicht mit unsereins. Was hast denn hier Zeugen? Meinen Sie Damen hier? Eine der Zeugen hat bereits ausgesagt, dass sie mit Herrn Steinke geredet haben. Über Autos. Das ist eine neue Aussage. Haben Sie bisher bestritten? Kommen Sie mir nicht so, wir sind hier nicht vor Gericht. Hier kann jeder alles sagen. Das nützt Ihnen null. Vor Gericht nicht. Aber unter Zeugen? Vorbestraft sind Sie reichlich. Müssten Sie also wissen, dass eingestellte Verfahren auch wieder aufgenommen werden können. In dem Fall Zeugenbedrohung, was mit Verdunklungsgefahr zu tun hat. Und das könnte wieder zum Haftbefehl führen. Sagen Sie, wer bedroht hier eigentlich wen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie zahlen Schmerzensgeld für die Körperverletzung. Sie übernehmen die Kosten für die Reparatur der Rikscha. Haben Sie weniger Ärger. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Mandant mit 30.000 alles in allem einverstanden wäre. Sie haben nicht die Bohne gegen mich in der Hand. Wenn mir so einer wie unser eins eine Mark rausrückt, kannst du schweigen von 30 Mille. Wissen Sie, was da passieren muss? Ja. Ja, ja, komm ja schon. Zu Frau Isenthal, bitte. Aha, in welcher Angelegenheit? In der Sache Steinke. Ich vertrete Herrn Küper. Na ja, dann wollen wir mal sehen, wa? Ich bitte darum. Stichwort Rikscha und Fenster auf. Warst du das? Aber Chef. Dann lass ein Piktogramm malen. Was für ein Gramm? Das ist so ein Bild für Analphabeten und Legastheniker. In der Mitte ein Parfümeimer, einen roten Querbalken drüber und oben steht Mief, nein danke. Okay. Ist sonst noch was? Nö. Außer, dass Sie demnächst vielleicht nicht aufs Radfahren verzichten brauchen und trotzdem keine Probleme mehr mit Ihrer Aktentasche haben. Willst du mir einen Fahrradanhänger bestellen, oder was? Eine Rikscha vielleicht. Mit Fahrer. Senta, du genießt bei uns alle Freiheiten und das soll auch so bleiben. Wenn du jetzt aber mitten im Dienst das Saufen anfängst, dann hau mich mal an. Dein Glück. Sie werden schon sehen, Chef. Suchst du recht in deinem Fall? Geh zu Liebling und Isenthal. Mein Mandant wird erklären, dass er an diesem Tag schon relativ stark alkoholisiert war wegen einer Firmenfeier. Und dass, wie meist in diesem Fall, sein cholerisches Temperament mit ihm durchgegangen ist. So sehr, dass er sich danach selbst nicht mehr an alle Details der Prügelei erinnern konnte. Ich habe in diesem Punkt auch einen Gutachter angesprochen.
Das ist ein Geständnis und dürfte zur Haftverschonung führen. Zumal mein Mandant fernerhin sagen wird, dass er zur Wiedergutmachung bereit ist. 20.000. 40.000. Sehr verehrte, liebe, gnädige Frau Kollegin, ich dächte doch, dass Ihr Mandant an einer angemessenen Entschädigung durchaus interessiert ist. Überstrapazieren Sie also bitte nicht unseren guten Willen. 25.000. 35.000. Wir sind uns doch einig darüber, dass wir hier über einen Vergleich verhandeln. Und bei uns, im Westen, gehen wir traditionell davon aus, dass ein Vergleich darin besteht, dass man sich wechselseitig entgegenkommt. 30.000. In bar. Selbstverständlich. 15.000. Und 15.000 bei Haftentlassung. Mehr habe ich jetzt nicht bei mir. Darf ich es Ihnen quittieren? Bald kann er mit seiner Rückkehr nicht sein. Und wenn er sie repariert hat? Reparierst du nicht so schnell. Die sahen ja aus wie nach einem schweren Unfall. Schon die Speichen sind ja dick wie dein kleiner Finger. Die kriegst du wahrscheinlich nicht in Europa. Musst du importieren. Hallo, ihr beiden. Hallo, Udo. Haben Sie Ihre Rikscha etwa schon verschrottet? Nee, hier ist sie, unter der Plane. Aber die rostet doch bei dem feuchten Wetter. Wieso steht denn die nicht in der Remise? Das ist doch nicht wasserdicht, das Ding. Ja, der Köper, der verlangt Geld fürs Unterstellen. Das habe ich nicht. Was ist mit deiner linken Hand? Ja, heißes Wasser. Ich habe Tee gekocht, ist die Kanne explodiert. Was gibt's da zu lachen? Ja, wieder was abgehakt, was mir passieren kann. Dass Norbert im Knast ist, weißt du. Der geht auf das Konto meiner Chefin. Die war deswegen extra beim Generalstaatsanwalt. Mhm. Jetzt ist er wieder draußen, dieser Zuhälter. Bloß Haftverschonung, Prozess folgt. Aber dafür brauchen wir noch Ihre Unterschrift auf der Prozessvollmacht. Das ist wichtig. Frag dich nur wie. Wie teuer ist das, die Rikscha wieder zu reparieren? Keine Ahnung. Hab sowieso kein Geld. Was würdest du machen, wenn du viel Geld hättest? Zum Beispiel 30.000? Ja, warum soll ich denn darüber nachdenken? So. Da wären dann erstmal 2 Mille bar auf die Kralle und die restlichen 28.000 liegen bei uns im Tresor. Hat meine Chefin für sie ausgehandelt, nicht wahr? Ich glaub, ich träume. Das ist ja echt. Wir müssen mal einen Dienstplan machen. Wer von uns an welchen Tagen ans Telefon geht. Oder uns Apparat in die Zimmer legen lassen. Anwaltskanzlei, lieber Wiesenthal. Ja? Ich höre. Ich verstehe. Sagen Sie, wir kommen. Stehen Sie gut? Axel und Lena sind festgenommen. Wegen Betäubungsmittelbesitz. Nur Besitz oder auch Handel? Tja, das klang eigentlich nur noch Besitz. Ja, Betäubungsmittel gibt's viele. Jetzt muss man rauskriegen, welches, wie viel. Weiß ich nicht, ich war zu perplex. In so guten Händen scheint er wirklich nicht zu sein. Diese Lena! Lena ist ein Miststück. Wer übernimmt wen? Ja, sag du es. Oh, Entschuldigung. Bleiben wir doch gleich dabei. Gern, ich heiße Robert. Isolde. Wenn ich Lena übernehmen. Gut, übernehme ich den Jungen. Es ist kalt hier drin. Fragen Sie mich eigentlich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Weil es mich nicht interessiert. Außerdem würde ich sowas höchstens meine Tochter fragen. Die denkt auch nicht selber, genau wie du. Die lässt denken. Also gut, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Lena hat gemeint, wenn ich irgendwelche Scheiße baue, um selber was zu verschaffen, macht sie's lieber. Und warum hat man bei ihr nichts gefunden von dem Zeug? Reiner Zufall, würde ich sagen.
Warum das alles? Wir wollten Abschied feiern. So. Und da haben euch die staatlich sanktionierten Drogen, wie zum Beispiel Champagner und so weiter, nicht ausgereicht. Nichts eigentlich wert darauf, hier bald wieder rauszukommen? Nö. Ich find's irgendwie geil hier. Irre. Blöder Hund. Das ist aber sehr günstig für dich, dass du es hier geil findest. Es ist nämlich so, wenn die rauskriegen, dass du fahnenflüchtig bist, dann kann es passieren, dass sie dich hier festhalten. Und in 2 Tagen schicken sie dich hoch nach Siebeneichen. Dann stehst du da, wo du genau nicht hin wolltest. In deinem Regiment. Vor dem Kommandeur. Der kann allerdings, wenn er will, nach § 29 Wehrpflichtgesetz, dich nach Hause schicken. Ja. Haben Sie etwas ausgesagt? Kein Wort, und Axel auch nicht. Gibt auch nicht viel zu erzählen. War der reine Zufall. Zivilrazzia, und wir sind reingeraten. Bei Axel haben sie 9 Gramm gefunden. Was? Koks. Und bei mir ein paar kleine Scheine. Und jetzt behaupten sie, wir hätten Handel getrieben. Wie viel? Und welche Scheine? 100er, 50er, 1000 und ein paar zerhackte Mark. Für große Scheine verkauft doch keiner was. Ich wollte es Axel ja bloß mal zeigen. Irgendwann kommt er da sowieso drauf. Es ist besser, jemand ist dabei, der Bescheid weiß. Dann sollten Sie ihn jetzt auch entlasten. Klar. Aber zuerst möchte ich mit Ihnen über 2 Sachen reden, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Von Frau zu Frau. Jetzt? Das eine ist Axel und das andere ist Robert. Um nur mal anzudeuten, worum es geht. Axel, was Sie kaum wissen können, weiß noch nicht genau, ob er sich mehr für Frauen oder für Männer interessiert. Ich kann ihn trotzdem sehr gut leiden. Er schmeckt deine Frau schon ungemein. Und ohne Robert kann ich nicht leben. Jedenfalls nicht auf Dauer. So blöd wie es ist. Jetzt wollte ich von Ihnen wissen, welche Chance ich habe. Soll ich nicht erst mal zur Polizei und die überzeugen, dass sie auf die Straße lassen? Ja. Von mir aus haben Sie jede Chance. Können Sie nicht mit Robert? Ich könnte schon. Aber ich kann nicht. Doch nicht, weil Sie verheiratet sind. Der Typ ist doch gar nicht da. Was soll ich machen? So blöd es ist. Wenn das hier 9 Gramm sind und für meinen Mandanten also wirklich der schlimmste Fall. Eine 50-prozentige Mischung. Obwohl, wie Sie selber besser wissen als ich, 50% sehr selten vorkommen. Meistens sind es nur 40, 30. Manchmal sogar nur 20. Dann ist es nach Adam Riese ausgeschlossen, dass es sich hier um mehr als die vom Gesetz festgelegte Menge reinen Kokains handelt. Hm? Der Junge ist nicht vorbestraft. Die zu erwartende Strafe für Rauschmittelbesitz wird relativ gering ausfallen. Kann ich mir ein ganz kleines Schluck Kaffee nehmen? Ja, bitte. Danke. Fluchtgefahr ist also nicht gegeben. Ich bitte Sie, was spricht dagegen, den Jungen laufen zu lassen? Hm? Zumal draußen schon seine Mami auf ihn wartet. Ihre Rechnung scheint zu stimmen. Obwohl in jedem Fall der Schnelltest abgewartet werden muss. Naja, ich würde schon mit mir reden lassen, aber... Aber? Da liegt noch mehr gegen den jungen Mann vor. Ja, Fahnenflucht. Wussten Sie das nicht? Ich weiß alles. Zum Beispiel, dass einer beim Bund kaum noch eine Chance hat, wenn er erstmal was mit Rauschgift am Hut hatte. Und soll ich Ihnen noch was sagen? Dieser junge Mann würde gern Soldat werden. Das lassen wir dann mal dem Bund entscheiden. Nichts zu machen. Der steht im Computer. Und wie packt er's? Hallo, Robert. Er findet's geil. Hallo. Ich geh zu ihm. Wahrscheinlich braucht er ein bisschen Geld. Ich hab bloß nichts. Nichts mehr sagen. Lena fragen. Aber wieso? Heute Nacht wird er von der Polizei verpflegt und ab morgen von der Bundeswehr. Ich geh zu ihm. Wartet ihr auf mich? Reg dich nicht auf. Die werden ihm schon die Ohren nicht abreißen.
Das ist eine reine Routinesache für die. Aber ich habe das letzte Mal meinen Sohn in meiner Küche gesehen. Jetzt sehe ich ihn hier bei der Polizei. Darf ich mich doch wohl aufregen? Siehst du mich so an? Ich habe auf die Uhr geguckt. Willst du mit Moral kommen? Nee, will ich nicht. Dann werde ich mir jetzt ein Taxi rufen. 48 12 49, da ist eine Telefonzelle. Soll ich dir eins rufen? Mistkerl. Wenn dir alles nochmal furchtbar leid tut, dann kommst du angekrochen, aber denk nicht, dass da noch was läuft. Du kannst was für uns tun. Du kannst dich und mich und Ria mit den langen Beinen nach Siebeneichenhof fahren. Du hattest mal was mit ihr. Ich glaube ja, Herr Staatsanwalt. Zu meiner Zeit oder davor? Ich glaube davor, Herr Staatsanwalt. Rutzelt da noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Altersunterschied ist zu groß. Wie steht's mit deiner Libido? Immer noch in Urlaub? Tote reisen nicht. Okay, ich fahr euch. Sicher ist sicher. Oh. Seit wann ziehst du Kleinwagen vor? Ideales Teil für Dreiecksverhältnisse der dritten Art. Als da wären? Die Verdeckten, die mit Eifersucht, die ohne. Und die Scheinbahn. Wo geht's lang? Laut Center nach Norden raus, Zubringerring, dann Abzweig Schwerin, dann über die Dörfer. Ich hab das Gefühl, heute kommt deine Libido aus dem Urlaub zurück. Denn ich sehe schwarz. Zurückfahren Sie 50-50. Und Sie halten die Landkarte mit beiden Händen. Meinst du das hier? Das hat nichts zu bedeuten. Das ist eine rein erotische Sache. Und wie fahre ich jetzt? Das ist jetzt aber nur was für Ria und mich, verstehst du? Verstehe. Aber dafür gehst du nachher mit mir in die Pilze. Wenn es nicht schon zu dunkel ist. Dann auch. Oh, die sind aber unpraktisch, solche Schuhe. Hast du doch bei deinen Beinen gar nicht nötig. Hast du jemals einen Soldaten mit solchen Schuhen gesehen? Ja. Und jetzt? Jetzt kneifst du deine Pobacken zusammen und stehst es mit mir durch. Gefreiter, wo finde ich deinen Oberstleutnant von Kamin? Aus 5. Danke. Soll ich dich tragen, mein Schatz? Ich sehe, Sie haben ein kleines Problem, gnädige Frau. Die Grauen gewinnen, stimmt's? Nein, Sie vergessen die Raketenstellung. Ah. Normalerweise gehört zur Ausstattung meiner Einheit ein Schuhmacher. Und es wäre mir eine Ehre gewesen, diese Kleinigkeit in Ordnung bringen zu lassen. Aber hier läuft derzeit nichts normal. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Haben Sie einen Wagen? Ja, aber keinen Passierschein. Ah, Moment. Na, ich kümmere mich dann persönlich darum. Und nun zur Sache, bitte. Das Problem ist folgendes. Mein Selbstverständnis als Kommandeur, als Troupier erlaubt es mir, kurz gesagt, nicht, mit einem meiner Soldaten in Anwesenheit eines Anwalts zu reden. Haben Sie denn noch nicht mit ihm gesprochen, Herr Oberstleutnant? Dies ist nicht meine Vision von Menschenführung und von Erfüllung meiner Fürsorgepflicht. Es ist dies auch in meiner Familientradition begründet. Das ist aber schade. Wir haben eben 2 Stunden im Stau gesteckt. Das hätten Sie mir auch am Telefon sagen lassen können. Nun, Sie haben ja gesehen. Es ist doch nicht mein Stil, mich dem Gegner nicht zu stellen. Diese gute Eigenschaft teilen Sie mit meinem Mandanten. Der wollte sich auch stellen. Dann ist leider diese dumme Sache dazwischen gekommen. Das macht mich eher optimistisch, den jungen Mann am Ende von seinen verquasten Ideologien abzubringen. Sie mögen darüber lächeln. Aber ich sehe mich als Vater meiner Soldaten. Und könnten Sie sich vorstellen, dass ein Vater über einen Anwalt mit seinem Sohn redet? Ich kenne Väter, die reden mit ihren Söhnen nur noch über einen Anwalt. Tja. Dürfte ich dann meinerseits das Recht in Anspruch nehmen, mit meinem Mandanten direkt und nicht über seinen Kommandeur zu sprechen?
kommt, wenn man die Hacken zu sehr aneinander knallt. Richtig. Ich hätte lieber meine Stiefel anziehen sollen. Hallo? Stressig, wa? Es geht. Aber nicht mehr lange. Die werden ja aufgelöst. Mhm. Abgerüstet. In einer Woche wird alles in Marsch gesetzt und woanders wieder eingebaut. Bei einer AIDA in ein anderes Nest. Ich nach Potsdam. Sei bloß froh. Brandenburg ist sowas wie die gewendete DDR. Und dieser Kamin, wo wird der eingebaut? Weiß man das auch schon? Angeblich wird er abgebaut. Und wird da oben wieder aufgebaut, ne? Spuckt aber noch große Töne. Naja, ich wünsche dir viel Glück in Brandenburg. Wir sehen uns ja vor dem Termin, ne? Wegen dem verdammten Koks. Wehe, du fasst in deinem Leben noch mal so ein Zeug an. Dann kriegen wir nämlich beide einen Prozess. Du als Wiederholungstäter und ich, weil es verboten ist, dich durchzuprügeln. Ja, Scherz. Aber bis dahin kämpfen wir erstmal Rücken an Rücken. Alles, was mehr ist als 4 Monate auf Bewährung, ist zu viel, ne? Guck mich mal an. Hm? Sekunde mal 3,26 Kilometer in der Stunde. Sag das nochmal. Komm, hör auf. Ist doch viel zu spät für dir. Hättest du früher mit anfahren müssen, eine 6er, aber du hast ja bloß 4er. Du sei doch still, du. Du bist doch Analphabet, oder? Oder wie schreibt man Wasserstoffflamme? Wasserstoffflamme, was? Wasserstoffflamme? Gibt da ja keine Wasserstoffflamme. Wasserstoff explodiert. Ah, ich hab vielleicht mehr Vakuum im Kopf als du, du Arschloch. Bitte Jungfrau. Der ist Jungfrau. Ich bin Jungfrau. Was? Jungfrau. Jungfrau. Auch ein Kaffee-Chef? Danke, ein Wackelpudding. Grün, bitte. Sag, ich sollte mich melden, oder ist die Referendarstelle schon besetzt? Wenn ich die Stimmung hier richtig deute, dann weißt du doch ganz genau, dass das nicht der Fall ist. Allerdings, angesichts des immer wünschenswerter werdenden Gleichgewichts zwischen den Geschlechtern wäre mir ein Mann in der Firma schon lieber gewesen. Ein Referendar sozusagen. Aber gut, in Ordnung, gesagt ist gesagt. Danke, Herr Liebling. Wieso siehst du mich? Kann ich nötig? Robert, du bist doch Löwe. Als Löwe solltest du heute vor allem eins, Ruhe bewahren. Es werden Frauen auf dich zukommen, nicht spontan darauf antworten, in der Liebe sorgfältig wählen, auf Bewährtes zurückgreifen, nichts vergessen, aber vieles verzeihen. Du liest ja immer noch die Blödzeitung, naja. Wieso haben Sie mir eigentlich nicht erzählt, dass Sie wissen, wo Axel sich aufhält? Ich fand, dass dies Axels Sache ist. Er war ja offenbar kurz davor. Als mildernden Umstand bitte ich zu berücksichtigen, dass ich ihn da, wo er sich aufhält, zunächst in ganz guten Händen fand. Danke. Axel trägt sich mit dem Gedanken, vielleicht doch nicht zu den Franziskanern zu gehen, sondern sich eventuell zu stellen. Er sucht nach einem juristischen Berater, der ihm sagt, wie er sich verhalten soll. Ja, wäre doch nicht verkehrt. Liebe Kollegin Ria, ich habe da gleich mal was für dich. Zieh los und blätter ein bisschen. Such mir alle Gerichtsentscheidungen aus, die sich mit Totalverweigerung befassen, nach 89. Oder? Will er vielleicht doch Zivi werden? Er bleibt bei Totalverweigerung. Zivildienst ist seiner Meinung nach nur verdeckter Kriegsdienst. Ja? Also, was ist denn nur jetzt? Soll man nur den Flur hier zaugen, oder? Oder soll man hier saugen? Also, wenn ich was dazu sagen darf, ich würde sagen, lieber nicht saugen. Und warum nicht, wenn ich mal fragen darf? Weil das gemein laut ist. Kein Staubwischen. Ja, das ist leiser. Ja. Das ist nicht von Hand zu weisen. Wo waren wir? Ob Axel jetzt Ihr Mandant ist oder nicht. Ah ja, wohin ist er einberufen? Nach Siebeneichen. Wo liegt Siebeneichen? In Mecklenburg, vor Pommern. Ja. Im Mann mit der Rikscha. Ich glaube, die haben sich über Autos unterhalten. Und ich interessiere mich nun mal nicht für Autos. Sind die Worte
dreckige Karre gefallen? Ich glaube, ja. Ich habe mich noch gewundert, dass der Nopse, also der Norbert, das so einfach hingenommen hat. Normalerweise lässt er auf sein Auto nichts kommen. Aber er ist eben ein sehr zurückhaltender Mann. Und ist er so zurückhaltend geblieben? Sie können unser einen ruhig beim vollen Namen nennen. Den kennen Sie doch, schätze ich. Ich kenne doch alle hier. Sollen das werden? Volksbefragung? Es geht um Fausthiebe, um Fußtritte und um die Beschädigung einer Rikscha und um die Sicht der Zeugen zu diesem Vorgang. Das ganze sogenannte Verfahren ist doch eingestellt, gute Frau. Das waren Behauptungen von dem Clown. Der Typ wollte Kohle machen mit seinem hinterindischen Gerät. Was er übrigens woanders zerledert hat. Also nicht mit unser eins. Und was hast du denn hier Zeugen? Meinen Sie Damen hier? Eine der Zeugen hat bereits ausgesagt, dass sie mit Herrn Steinke geredet haben. Über Autos. Das ist eine neue Aussage. Haben Sie bisher bestritten? Kommen Sie mir nicht so, wir sind hier nicht vor Gericht. Hier kann jeder alles sagen. Und es nützt Ihnen null. Vor Gericht nicht. Aber unter Zeugen? Vorbestraft sind Sie rechtlich. Müssten Sie also wissen, dass eingestellte Verfahren noch wieder aufgenommen werden können. In dem Fall Zeugenbedrohung, was mit Verdunklungsgefahr zu tun hat. Und das könnte wieder zum Haftbefehl führen. Sagen Sie, wer bedroht ja eigentlich wen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie zahlen Schmerzensgeld für die Körperverletzung. Sie übernehmen die Kosten für die Reparatur der Rikscha. Haben Sie weniger Ärger. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Mandant mit 30.000 alles in allem einverstanden wäre. Sie haben nicht die Bohne gegen mich in der Hand. Wenn mir so einer wie unser eins eine Mark rausrückt, kannst du schweigen von 30 Mille. Wissen Sie, was da passieren muss? Ja. Ja, komm ja schon. Zuvor Isenthal, bitte. Aha, in welcher Angelegenheit? In der Sache Steinke. Ich vertrete Herrn Küper. Na ja, dann wollen wir mal sehen, wa? Ich bitte darum. Stichwort Rikscha und Fenster auf. Soll ich noch hingefahren hier? Und zwar von rechts. Kick mal, das Verdeck. Das ist das zerrissen. So sieht da kein Verdeck aus, wenn er umgekippt ist mit dem Ding. Nee. Guck dir das an. Eine Blutspur. Hier auch. Ob Unfall oder sonst was, jedenfalls ist er verletzt. Blut am Lenker, kann nur vom Fahrer sein. Da ist ein Finger von ihm. Er liegt in der Charité. In der Chirurgie. Und was ist mit dem Finger? Mm-mm. Zu spät, sowas muss sofort passieren. Quatsch. Steckst in den Mund und rennst los zum Arzt. Da bleibt er warm und dann ist noch was zu machen. Sonst ist aus. So, das hat man schon mal, wa? Mhm. Im Knast, kannst du da einen Sinn? Richtig, das war in Brandenburg oder in Strelitz. Ja. Du glaubst ja nicht, wie schnell so ein kleiner Finger weg ist. Wa? Besonders der kleine. Bei dem Typen in Neustrelitz, da ist das beim Fensterputzen passiert, wa? Der steht oben auf der Leiter, putzt das Oberlicht. Die Leiter macht die Mücke, der klammert sie fest, oben, wa? Besonders mit dem kleinen Finger, kann sie nicht mehr halten. Brach, der liegt unten, der kleine Finger oben. Und blutet wie ein Schwein. Komm, Barbara, hol mal was für den Finger. Und was habt ihr gemacht? Drei gemacht haben, wir haben ihn den Finger im Mund gesteckt, wa? Und dann haben wir gesehen, dass wir den im Krankenhaus kriegen. Na, guck mal. Aber im Knast, kannst du alle vergessen, dauert alle viel zu lange. Du kannst doch ohne kleine Finger leben. Du kannst noch ohne Fälle mehr leben. Du kannst fast ohne alles leben. Hauptsache, du lebst. Barbara! Ach komm, geh raus, los, aber nur rechts. Da! Also Ihre Tochter, ganz schön cool, das muss ich ja sagen. Ja, also Fernseh und Video hat Ostern jutet. Der härtet ab. War das ein Unfall? Ich wollte die Rikscha reparieren.
Ich habe die Kette nicht runtergekriegt und plötzlich war der Finger zwischen Rad und Kette und zack. Ja, passiert mir öfter sowas. Ich bin schon mal ertrunken, vom Balkon gefallen, beide Arme ausgekugelt, Pilz vergiftet. Aber ich habe 7 Leben. Und das da? Das war eine andere Sache. Unfall. Schlimm? Es ging. Eigentlich war es kein Unfall, mehr eine Klopperei. Doch nicht mit den Konkurrenten. Ivo, bis jetzt habe ich das Monopol. Ich frage nur, weil Barbara mir erzählt hat, dass die Rikscha defekt ist. Ja, da hat sich einer dran ausgetobt. Kann der Rikschas nicht leiden? So Leute können gar nichts leiden, außer sich selbst. Und wenn da ein bisschen zu viel Blutdruck hinzukommt und eine Provokation, dann kloppen sie eben. Haben Sie ihn denn provoziert? Leider ja. Frag dich nur, wie. Wie teuer ist das, die Rikscha wieder zu reparieren? Keine Ahnung. Hab sowieso kein Geld. Was würdest du machen, wenn du viel Geld hättest? Zum Beispiel 30.000? Ja, warum soll ich denn darüber nachdenken? So. Da wären dann erstmal 2 Mille bar auf die Kralle und die restlichen 28.000 liegen bei uns im Tresor. Hat meine Chefin für sie ausgehandelt, nicht wahr? Ich glaube, ich träume. Das ist ja echt. Wir müssen mal einen Dienstplan machen. Wer von uns an welchen Tagen ans Telefon geht. Oder uns Apparat in die Zimmer legen lassen. Anwaltskanzlei, liebe Wiesenthal. Ja? Ich höre. Ich verstehe. Sagen Sie, wir kommen. Stehen Sie gut? Axel und Lena sind festgenommen. Wegen Betäubungsmittelbesitz. Nur Besitz oder auch Handel? Tja, das kann eigentlich nur noch Besitz. Ja, Betäubungsmittel gibt's viele. Jetzt muss man rauskriegen. Welches? Wie viel? Weiß ich nicht, ich war zu perplex. In so guten Händen scheint er wirklich nicht zu sein. Diese Lena! Lena ist ein Miststück. Wer übernimmt wen? Ja, sag du es. Oh, Entschuldigung. Bleiben wir doch gleich dabei. Gern, ich heiße Robert. Isolde. Wenn ich Lena übernehme. Gut, übernehme ich den Jungen. Es ist kalt hier drin. Sie mich eigentlich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Weil es mich nicht interessiert. Außerdem würde ich sowas höchstens meine Tochter fragen. Die denkt auch nicht selber, genau wie du. Die lässt denken. Also gut, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Lena hat gemeint, wenn ich irgendwelche Scheiße baue, um selber was zu verschaffen, macht sie es lieber. Und warum hat man bei ihr nichts gefunden von dem Zeug? Reiner Zufall, würde ich sagen. Warum das alles? Wir wollten Abschied feiern. So. Und da haben euch die staatlich sanktionierten Drogen, wie zum Beispiel Champagner und so weiter, nicht ausgereicht. Nichts eigentlich wert darauf, hier bald wieder rauszukommen? Nö. Ich find's irgendwie geil hier. Irre. Das buchen wir unter Werbung ab. Genau. Sie machen ein Schild an Ihr Fahrzeug. Suchst du recht in deinem Fall? Geh zu Liebling und Isenthal. Jut, wa? Hey, komm, mach das Ding hier mit Kugelblitz. Na, alle Paletti? Alle Paletti. Darfst du hier treten? Ja. Machst du jetzt Schlitz oben und setzt da einen Strohhut auf? Genau, das werde ich nicht tun. Aber ich soll nur verhindern, dass sie schneller aussieht, als sie ist. So, wie schnell bist du mit dem Ding? Keine Ahnung, 10 oder 20. Ruf da doch einen Tacho. Da kommt doch kein Tacho ran. Wir können das ja woanders feststellen. Ich setz mal rein, du strampelst. Und ich stoppe? Und dann machst du ein Schild dran mit der Höchstgeschwindigkeit. Jut, wa? Jetzt, Sekunden. Gut, wa? Also, pass mal auf.
Das sind in einer Stunde, warte mal, eine Stunde hat 60 Minuten, das willst du mir ja nicht bestreiten, wa? Ein Kilometer hat 1000 Meter, das steht hoch, da sind das, wie viel sind denn das? Das ist ja ganz einfach. 60 Minuten sind 20 Kilometer, dann sind 30 Minuten 10 Kilometer, 15 Minuten 5 Kilometer, 7,5 Minuten sind 2,5... Nee, du, hör mal, was grinst du da? Die Zeit ist jetzt vorbei, wo die Interlellen über der Arbeiterklasse grinsen dürfen, ja? Ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit ist gekommen, du verwechselst da was. Hat denn keiner einen Taschenrechner? Nee, warte mal, jetzt mal anders. Also, eine Minute hat 60 Sekunden. Ein Kilometer hat 10.000 Meter, 100 Meter sind wir gefahren. Warten, du sei still, du weißt das auch nicht. 100 durch 18 sind 5,6 Meter pro Sekunde mal 3,6 sind 20 Kilometer in der Stunde. Sag das nochmal. Komm, hör auf. Ist doch viel zu spät für dir. Hättest du früher mit anfahren müssen, eine Sechser, aber du hast ja bloß Vierer. Du sei doch still, du. Du bist doch Analphabet, oder? Oder wie schreibt man Wasserstoffflamme? Wasserstoffflamme, was? Wasserstoffflamme? Gibt da ja keine Wasserstoffflamme. Wasserstoff explodiert. Ah, ich hab vielleicht mehr Vakuum im Kopf als du, du Arschloch. Bitte, Jungfrau. Ja, der ist Jungfrau. Ich bin was? Jungfrau. Auch ein Kaffee-Chef? Danke, ein Wackelpudding. Grün, bitte. Tag. Ich sollte mich melden, oder ist die Referendarstelle schon besetzt? Wenn ich die Stimmung hier richtig deute, dann weißt du doch ganz genau, dass das nicht der Fall ist. Allerdings, angesichts des immer wünschenswerter werdenden Gleichgewichts zwischen den Geschlechtern... Der Wagen von Norbert, oder ist er das sogar? Keine Ahnung. Ich war krank an dem Tag. Ich interessiere mich nicht für Autos. Mehr für den Mann. Und dann ist der Mann mit der Rikscha gekommen. Ich habe schon so manchen kommen sehen. Aber einen mit einer Rikscha? Es soll einen Wortwechsel gegeben haben. Zwischen Norbert und dem Mann mit der Rikscha. Ich glaube, die haben sich über Autos unterhalten. Und ich interessiere mich nun mal nicht für Autos. Sind die Worte dreckige Karre gefallen? Ich glaube, ja. Ich habe mich noch gewundert, dass der Nopser, also der Norbert, das so einfach hingenommen hat. Normalerweise lässt er auf sein Auto nichts kommen. Aber er ist eben ein sehr zurückhaltender Mann. Mhm. Und ist er so zurückhaltend geblieben? Sie können unser einen ruhig beim vollen Namen nennen. Den kennen Sie doch, schätze ich. Kennen doch alle hier. Sollen das werden? Volksbefragung? Es geht um Fausthiebe, um Fußtritte und um die Beschädigung einer Rikscha und um die Sicht der Zeugen zu diesem Vorgang. Das ganze sogenannte Verfahren ist doch eingestellt, gute Frau. Das waren Behauptungen von dem Clown. Der Typ wollte Kohle machen mit seinem hinterindischen Gerät. Was er übrigens woanders zerledert hat. Nicht mit unser eins. Was hast du denn hier Zeugen? Meinen Sie Damen hier? Eine der Zeugen hat bereits ausgesagt, dass sie mit Herrn Steinke geredet haben. Über Autos. Das ist eine neue Aussage. Haben Sie bisher bestritten? Kommen Sie mir nicht so, wir sind hier nicht vor Gericht. Hier kann jeder alles sagen. Und es nützt Ihnen null. Vor Gericht nicht. Aber unter Zeugen? Vorbestraft sind Sie rechtlich. Müssten Sie also wissen, dass eingestellte Verfahren noch wieder aufgenommen werden können. In dem Fall Zeugenbedrohung, was mit Verdunklungsgefahr zu tun hat. Und das könnte wieder zum Haftbefehl führen. Sagen Sie, wer bedroht hier eigentlich wen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie zahlen Schmerzensgeld für die Körperverletzung. Sie übernehmen die Kosten für die Reparatur der Rikscha. Haben Sie weniger Ärger. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Mandant mit 30.000 alles in allem einverstanden wäre. Sie haben nicht die Bohne gegen mich in der Hand. Wenn mir so einer wie unser eins eine Mark rausrückt, kannst du schweigen von 30 Mille. Wissen Sie, was da passieren muss? Ja. Ja, ja, komm ja schon. Was dachtest du? Schreiben? Mein Leben mit Robert Liebling, dem Anwalt der Entrechteten?
Was machen eigentlich deine Füße? Wieder tiefgefroren vom Gerichtssaal? Mhm. Ja, soll man machen. Man steht viel rum. Kannst du ja mit unter meinen Halskissen stecken. Vier Füße unter einem Halskissen? Törnt mir nicht an. Da denke ich, ich bin im Altersheim. Was heißt mit deinen Füßen? Für mich in letzter Zeit überhaupt nicht so. Und deine Libido? Auch tiefgefroren? Libido? Ist das dieser Strand bei Venedig? Das hört sich ja trostlos an. Was spielst du mit dem Ding? Mit Libido habe ich nichts, aber mit Autos, mit Sport. Nichts für mich. Ich kann mir nur ein Programm vorstellen, wo ein Gerichtssaal drin vorkommt. Die Sache hat sich doch noch während ihrer Arbeitszeit abgespielt. Ich meine direkt vor ihrem Fenster. Das ist doch alles einsehbar. Mag ja sein. Aber ich kann ja nicht den ganzen Tag hier auf meinem Hocker sitzen, wa? Ich muss ja auch mal meine Kunden bedienen. Viele sind's eh nicht. Ist ja nicht mehr so wie früher, wa? Jetzt musst du flitzen, wenn's klingelt. Der Kunde ist König und Könige warten nicht gern. Was machen Sie denn, wenn's klingelt? Ich flitze. Na, sehen Sie. Ach, überlegen Sie doch noch mal genau. Ich verstehe Sie. Aber verstehen Sie mir doch auch mal. Norbert Nopske, wie wir ihn alle nannten, als er noch klein war und hier auf dem Hof rumhopste. Mit dem ist nicht zu spaßen. Früher nicht und heute auch nicht. Irgendwann in den 80er Jahren. Da ist er weg. Direkt aus dem Knast verkauft in Westen. Mann, waren wir alle froh. Endlich war Ruhe im Karton. Ja, und denn auf einmal, gleich nach dem Mauerfall, war er wieder hier. Und jetzt gehört dem das hier alles. Der ganze Bau, die Höfe, inklusive mein Laden. Ihr erbt heißt es. Sie haben gesehen, was passiert ist? Ich hab alles gesehen. Aber vor Gericht würden Sie nichts sagen. Versteh doch mal. Der macht mir platt. Der macht alle platt, die was sagen. Ja, ist der weg? Hat denn mein Schumann wenigstens geholfen? Normalerweise pennt Robert Liebling beim ersten Ton klassischer Musik ein. Und? Wir haben gespielt. Mhm. Und da, wo jetzt der Wagen macht, das ist wichtig. Fragt sich nur wie. Wie teuer ist das, die Rikscha wieder zu reparieren? Keine Ahnung. Hab sowieso kein Geld. Was würdest du machen, wenn du viel Geld hättest? Zum Beispiel 30.000? Ja, warum soll ich denn darüber nachdenken? So. Da wären dann erstmal 2 Mille bar auf die Kralle und die restlichen 28.000 liegen bei uns im Tresor. Hat meine Chefin für sie ausgehandelt, nicht wahr? Ich glaube, ich träume. Das ist ja echt. Wir müssen mal einen Dienstplan machen. Wer von uns an welchen Tagen ans Telefon oder geht. Oder uns Apparat in die Zimmer legen lassen. Anwaltskanzlei, Liebling Wiesenthal. Ja? Ich höre. Ich verstehe. Sagen Sie, wir kommen. Stehen Sie gut? Axel und Lena sind festgenommen. Wegen Betäubungsmittelbesitz. Nur Besitz oder auch Handel? Tja, das kann eigentlich nur noch Besitz. Ja, Betäubungsmittel gibt's viele. Jetzt muss man rauskriegen. Welches? Wie viel? Weiß ich nicht, ich war zu perplex. In so guten Händen scheint er wirklich nicht zu sein. Diese Lena! Lena ist ein Miststück. Wer übernimmt wen? Ja, sag du es. Oh, Entschuldigung. Bleiben wir doch gleich dabei. Gern, ich heiße Robert. Isolde. Wenn ich Lena übernehme. Gut, dann nehme ich den Jungen. Es ist kalt hier drin. Mann.
fragen Sie mich eigentlich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Weil es mich nicht interessiert. Außerdem würde ich sowas höchstens meine Tochter fragen. Die denkt auch nicht selber, genau wie du. Die lässt denken. Also gut, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Lena hat gemeint, wenn ich irgendwelche Scheiße baue, um selber was zu verschaffen, macht sie's lieber. Und warum hat man bei ihr nichts gefunden von dem Zeug? Reiner Zufall, würde ich sagen. Warum das alles? Wir wollten Abschied feiern. So. Und da haben euch die staatlich sanktionierten Drogen, wie zum Beispiel Champagner und so weiter, nicht ausgereicht. Nichts eigentlich wert darauf, hier bald wieder rauszukommen? Nö. Ich find's irgendwie geil hier. Irre. Aber eigentlich sind Sie Artist? Eigentlich bin ich Schauspieler. Aber sie ist für uns die Kunst. Das Leben ist... Also, alle kein Problem. Sie dürfen mit Ihrer Rikscha am Straßenverkehr teilnehmen, weil im Gesetz ja nicht Gegenteil jetzt steht. Sie haben nur die Fahrradwege zu vermeiden und Sie dürfen nicht tun, dass das Teil schneller aussieht, als es ist. Whatever that means. Zufrieden? Danke. Macht das was? Oh, das buchen wir unter Werbung ab. Genau. Sie machen ein Schild an Ihr Fahrzeug. Suchst du recht in deinem Fall? Geh zu Liebling und Isenthal. Jut, wa? Hey, komm, mach den Ding die mit Kugelblitz. Na, alle Paletti? Alle Paletti. Darfst du hier treten? Ja. Machst du jetzt Schlitz oben und setzt da einen Strohhut auf? Genau, das werde ich nicht tun. Aber ich soll nur verhindern, dass sie schneller aussieht, als sie ist. Du, wie schnell bist du mit dem Ding? Keine Ahnung, 10 oder 20. Ruf da doch ein Tacho. Da kommt doch kein Tacho ran. Wir können das ja woanders feststellen. Ich setz mal rein, du strampelst. Und ich stoppe. Und dann machst du ein Schild an mit der Höchstgeschwindigkeit. Gut, wa? Jetzt geht's! Jetzt ist immer! Jetzt! Los, jetzt! Ja! Mach hin, komm, komm, komm! Ja, komm! Los, jetzt! Ja, ja, gut! Ja, gut! Ja, hier soll ich! Hier soll ich! Ja! Gut, wa? Also, pass mal auf. Das sind in einer Stunde, warte mal. Eine Stunde hat 60 Minuten, das willst du mir ja nicht bestreiten, wa? Ein Kilometer hat 1000 Meter, das steht hoch. Da sind das, wie viel sind denn das? Das ist ja ganz einfach. 60 Minuten sind 20 Kilometer, dann sind 30 Minuten 10 Kilometer, 15 Minuten 5 Kilometer, 7,5 Minuten sind 2,5... Nee... Du, hör mal, was grinst du da? Die Zeit ist jetzt vorbei, wo die Interlellen über der Arbeiterklasse grinsen dürfen, ja? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Zeit ist gekommen. Du verwechselst da was. Hat denn keiner einen Taschenrechner? Nee, warte mal, jetzt mal anders. Also, eine Minute hat 60 Sekunden. Ein Kilometer hat 10.000 Meter. 100 Meter sind wir gefahren. Warten. Du sei still, du weißt das auch nicht. 100 durch 18 sind 5,6 Meter pro Sekunde mal 3,26 Kilometer in der Stunde. Sag das nochmal. Komm, hör auf. Ist doch viel zu spät für dir. Hättest du früher mit anfahren müssen, eine Sechster, aber du hast ja bloß Vierer. Du sei doch still, du. Du bist doch Analphabet, oder? Oder wie schreibt man Wasserstoffflamme? Wasserstoffflamme, was? Wasserstoffflamme? Gibt da ja keine Wasserstoffflamme. Aber hier läuft derzeit nichts normal. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Haben Sie einen Wagen? Ja, aber keinen Passierschein. Ah, Moment. Na, ich kümmere mich dann persönlich darum. Und nun zur Sache, bitte. Das Problem ist folgendes. Mein Selbstverständnis als Kommandeur, als Troupier erlaubt es mir, kurz gesagt, nicht, mit einem meiner Soldaten in Anwesenheit eines Anwalts zu reden. Haben Sie denn noch nicht mit ihm gesprochen, Herr Oberstleutnant? Dies ist nicht meine Vision von Menschenführung und von Erfüllung meiner Fürsorgepflicht. Es ist dies auch in meiner Familientradition begründet. Das ist aber schade. Wir haben eben 2 Stunden im Stau gesteckt. Das hätten Sie mir auch am Telefon sagen lassen können. Nun, Sie haben ja gesehen. Es ist doch nicht mein Stil, mich dem Gegner nicht zu stellen. Diese gute Eigenschaft teilen Sie mit meinem Mandanten. Der wollte sich auch stellen.
Dann ist leider diese dumme Sache dazwischen gekommen. Das macht mich eher optimistisch, den jungen Mann am Ende von seinen verquasten Ideologien abzubringen. Sie mögen darüber lächeln. Aber ich sehe mich als Vater meiner Soldaten. Und könnten Sie sich vorstellen, dass ein Vater über einen Anwalt mit seinem Sohn redet? Ich kenne Väter, die reden mit ihren Söhnen nur noch über einen Anwalt. Tja. Dürfte ich dann meinerseits das Recht in Anspruch nehmen, mit meinem Mandanten direkt und nicht über seinen Kommandeur zu sprechen? Kommt, wenn man die Hacken zu sehr aneinander knallt. Richtig. Ich hätte lieber meine Stiefel anziehen sollen. Hallo? Stressig, wa? Es geht. Aber nicht mehr lange. Die werden ja aufgelöst. Mhm. Abgerüstet. In einer Woche wird alles in Marsch gesetzt und woanders wieder eingebaut. Beinahe jeder in ein anderes Nest. Ich nach Potsdam. Sei bloß froh. Brandenburg ist sowas wie die gewendete DDR. Und dieser Kamin, wo wird der eingebaut? Weiß man das auch schon? Angeblich wird er abgebaut. Und wird da oben wieder aufgebaut, ne? Spuckt aber noch große Töne. Naja, ich wünsche dir viel Glück in Brandenburg. Wir sehen uns ja vor dem Termin, ne? Wegen dem verdammten Koks. Wehe, du fasst. Nach Siebeneichen rausfahren und die ganze Angelegenheit mit Axels Kommandanten besprechen. Der hat doch letztendlich das Sagen. Den notwendigen Fahrbahnuntersatz könnte ich beisteuern. Wir werden mit der Bahn. Ehe ich nicht mit dem geschätzten Wehrflüchtigen ein klärendes Wort gesprochen habe, gedenke ich weder die Bahn noch ein Auto noch ein Fahrrad zu benutzen. Und erst danach klären wir die geografische Lage von Siebeneichen. Ich wollte mir den Trick mit der Münze zeigen lassen, aber er war nicht da. In der Tür hing bloß ein Zettel. Komme gleich wieder. Ja, vielleicht ist er wieder auf Tournee. Und seine Rikscha ist auch ganz kaputt. Mist, wie soll der ohne Rikscha auf Tournee sein? Kann er die Kugel gar nicht transportieren, hier? Ach, je. Ist aber doch zu schnell gefahren, wa? Du, das sieht aber wie ein Verkehrsunfall, sieht das aber nicht aus, du. In der Draht ist da einer rein. Ist da einer hingefahren hier. Und zwar von rechts. Kick mal, das Verdeck. Das ist das zerrissen. So sieht da kein Verdeck aus, wenn er umgekippt ist mit dem Ding. Nee. Guck dir das an, du. Eine Blutspur. Hier auch. Ob Unfall oder sonst was, jedenfalls ist er verletzt. Blut am Lenker, kann nur vom Fahrer sein. Da ist ja ein Finger von ihm. Er liegt in der Charité. In der Chirurgie. Und was ist mit dem Finger? Mm-mm. Zu spät, sowas muss sofort passieren. Quatsch. Steckst in den Mund und rennst los zum Arzt. Da bleibt er warm und dann ist noch was zu machen. Sonst ist aus. So, das hat man schon mal, wa? Mhm. Im Knast, kannst du da einen Sinn? Richtig, das war in Brandenburg oder in Strelitz. Ja. Du glaubst ja nicht, wie schnell so ein kleiner Finger weg ist. Wa? Besonders der kleine. Bei dem Typen in Neustrelitz, da ist das beim Fensterputzen passiert, wa? Der steht oben auf der Leiter, putzt das Oberlicht. Die Leiter macht der Mücke, der klammert sie fest, oben, wa? Besonders mit dem kleinen Finger, kann sie nicht mehr halten. Brach, der liegt unten, der kleine Finger oben. Und blutet wie ein Schwein. Komm, Barbara, hol mal was für den Finger. Und was habt ihr gemacht? Wir haben ihn den Finger im Mund gesteckt, wa? Und dann haben wir gesehen, dass wir den im Krankenhaus kriegen. Na, guck mal. Aber im Knast, kannst du alle vergessen, dauert alle viel zu lange. Hm? Du kannst doch ohne kleine Finger leben. Du kannst noch ohne Fälle mehr leben. Du kannst fast ohne alles leben. Hauptsache, du lebst. Barbara! Ach komm, geh raus, los, aber nun reicht's. Da! Also ihre Tochter, ganz schön cool, das muss ich ja sagen. Ja, also Fernseh und Video hat Ostern jutet. Der härtet ab. War das ein Unfall?